So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Angespielt. Above Snakes war in den Steam-Charts, ist ein Survival-Game. Ich habe keine Ahnung, ich spiele das jetzt komplett blind. Das ist wieder der Hase mit dem Geweih, den habe ich eben schon mal gesehen. Ich spiele das komplett blind und Survival-Games sind natürlich immer meins. So ein bisschen Diablo-Optik von oben. Schauen wir uns mal an. Sieht interessant aus. Neue Reise beginnt in deinem Bett. Kannst du dich ausruhen und den Spielfortschritt speichern? Okay, cool, cool, cool. While war raged on, a love blossomed from the fields of hate. And from that love, a child was born. Ayana, who had eventually grown into her own, chose to travel the lands and learn for herself the histories of her lineage. With a heavy heart, her mother stayed behind in a town called Corpse Creek. On one fateful evening in Corpse Creek, the midnight skies were interrupted by a light of brilliant green. The awe of such an event quickly dissolved into horror as a flurry of stones of flame descended upon the town. Most folks fell victim to the debris and smoke that consumed the land, though the survivors quickly discovered that the bodies did not remain still for long. That night, Ayana had stayed in a lumberjack settlement far away from her beloved mother. Ah ja, okay, es geht also um Zombies. Das habe ich mir schon fast denken können. Und also, ich habe mir natürlich das Video angeguckt bei Steam, so ein bisschen, um zu wissen, wie das Gameplay ist. Oh ja, man kann es auch mit Controller spielen, verstehe. Hand. Ja, die Grafik sieht auch interessant. Irgendwie, ich mag das so ein bisschen. Nur von draußen. Bist du wach? Ich muss jetzt erstmal meinen Rucksack nehmen. Looten, Freunde, looten. Dein Rucksack. Du kannst jederzeit auf deinen Rucksack zugreifen. Du hast die Möglichkeit, dein Inventar zu verwalten, Gegenstände herzustellen. Und deine aktuellen Aufgaben einzusehen. Beachte, dass du einige Gegenstände nur herstellen kannst, wenn eine spezielle Fertigungsstelle in der Nähe ist. Aha. Öffnen des Rucksacks. Tab. Okay, verstehe. Cool. Also man sollte immer die Kamera drehen, glaube ich, zum Looten. Oh je, oh je. Was sollen wir nur tun? Dieses Grauen, das über uns kam. Frage, ob es hier gut geht. Alter, es ist ja richtig so Roleplay-mäßig hier auch noch. Frage, wie du helfen kannst. Ich frage mal, wie ich helfen kann. Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um dir zu helfen? Die Tränen aus den Augen. Eigentlich schon. Die ganze Siedlung liegt in Trümmern. Wir können also jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Erst bauen wir Holz. Auch wenn wir das Sägewerk dort drüben haben, bezweifle ich, dass wir genug Holz haben, um die Häuser wieder aufzubauen. Aha, Frage, was die letzte Nacht gesehen hat. Frage, ob sie eine Axt hat. Eine Axt. Meine Axt gesucht, aber ich kann sie in den Trümmern nicht finden. Ich habe allerdings diesen Feuerstein, wenn du ihn stabilen Ast befestigst, könntest du vielleicht eine primitive Axt. Ah, okay, okay. Na, guck mal, jetzt kann ich die Kiefer durchsuchen. Primitive Axt, Gegenstand herstellen. Nice. Jetzt haben wir eine Axt. Gleich auf der 1, okay. Mit dieser Axt kann ich Bäume fällen, um an Holz zu kommen. Rüste primitive Axt aus, fälle einen Baum, sammle etwas Holz, okay. Dann spielst du mal Call of the Wild wieder. Ja, extra haben wir schon auf Stufe 7. Gut. Ja. Yeah. Ich glaube, jetzt haben wir genug Holz. Noch ein bisschen langsamer, muss ich gestehen. Wahrscheinlich, weil ich so voll bin. So, Gegenstand herstellen. 1, 2, 3. Ja, okay. Unterschlupf und Vorteile. Je besser und größer ein Unterschlupf ist, desto mehr Schutz bietet er. Für jede Aufbaustufe werden weitere hilfreiche Vorteile freigeschaltet. Okay. Gut. Jetzt haben wir vier Fundamente. Jetzt brauchen wir noch
Wände. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal eine Bude gebaut hier. Sieh dir dieses Haus an. Tolle Arbeit. Aber noch etwas anderes, das unsere sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Mir ist aufgefallen, dass die Person, die da drüben liegt, noch atmet. Er hat gestern Abend noch den Rauch der Meteore eingeatmet und wurde ohnmächtig. Später schien ihn einige Trümmer verletzt zu haben. Also, als ich ihn heute Morgen fand, habe ich ihn nach ihm gesehen und ich war mir sicher, dass er nicht mehr atmet. So. Gib eine verwundete Person hier in der Hand. Okay. Finde einen Wundverband. Versorge die verwundete Person. Soll ich denn einen Wundverband finden? Natürlich haben wir Öllampe. Nice. Wie hast du geschlafen? Sag ihm, dass du gut geschlafen hast. Ich habe letzte Nacht gut geschlafen. Und du? Das ist gut, denke ich. Meine Nacht war nicht so gut wie deiner. Geräusche und grüne Lichter hielten mich wach. Als ob da draußen etwas wäre. Buch. Ich loot hier alles weg. Kartenspiel, Buch. Taschenuhr, eine Rarität. Sammler bezahlen einen guten Preis dafür. Wie geil, Wundverband. Soll ich die verwundete Person heilen? Mit einem Wundverband. Oh nein! Er hat sich in eines dieser Dinger verwandelt. Sei vorsichtig, sie sind extrem aggressiv. Kämpfe. R-Taste, um Ausweichrolle durchzuführen. Okay, gut, sehr gut. Das sollte ich wissen. Ausweichrollen werden dir bei Kämpfen helfen. Diese Welt ist voller Gefahren, vor allem nachts, wie zum Beispiel wilde Tiere oder die verlorenen Seelen. Die seit der Seuche umherstreifen. Seid vorsichtig. Oh. Ausweichrolle. Axt. Und jetzt geht's los. Okay. Hab ihn gekillt, jetzt kann ich ihn plündern. Sehr gut. Loot! Fauliger Zahn. Okay. Verlorene Seelenheilskette. Was für ein Scheiß, okay. Aber wo sehe ich denn meine. Also ich habe gar nichts an Gesundheit eingeboost. Das ist schon mal gut. Oder es ist halt so ein Tutorial-Kampf, wo ich sowieso keine Gesundheit verliere. Weltenstücke erschaffen. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen mehr dazu zu unserem kleinen Gebiet, wo wir uns bewegen können. Die Welt von Above Snakes besteht aus Weltenstücken. Jedes Stück hat sein eigenes Biom, enthält verschiedene Ressourcen. Einige Weltenstücke sind einmalig, andere können mehrfach vorkommen. Okay, also es kann ich auch überall dran setzen. Verstehe. Nice. Kann ich Beeren sammeln? Um mehr Weltenstücke zu erschaffen, musst du zuerst deine Umgebung auskundschaften. Der Fortschritt deiner Erkundung wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Okay. Beachte, dass du durch Erkundung bis zu 3 Weltenstücke aufsparen kannst. Die Erkundung aber dauert länger, je mehr Weltenstücke du hast. Während deiner Reise wirst du auf verschiedene Biome stoßen. Du kannst diese Biome überall auf der Karte platzieren, aber gib Acht, dass du Übergänge zwischen den einzelnen Biomen schaffst. Die Biome an den Rändern jedes Weltenstücks müssen zu den abgegrenzten Weltenstücken passen. Denk dran, wenn du ein neues Weltenstück platzierst. Verstehe. Ja, also kann ich nicht gleich ein Waldstück neben das hier platzieren. Weil das funktioniert so nicht. Was können wir denn noch bauen? Eine Feuerstelle. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Dekorative Pflanze. Nee, danke. Feuerstein, Holzstein. Okay, also haben wir ein paar Mats. Entzünden, ein Ast. Okay. Da regeneriert sich unsere Erschöpfung. Finde ich gut. Okay, man kann das so ein bisschen kombinieren. Festigung. Verstärkt deinen Unterschlupf. Deine maximale Gesundheit erhöht sich um 10. Wettstein. Wettsteine schärfen deine Waffen. Dein Nahkampfschaden wird um 3 erhöht. Weicheres Heu. Heubetten sind weicher. Die maximale Erschöpfung und dein maximaler Verstand erhöht sich um 15. Oder? Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon eine Befestigung brauchen.
Okay, wir haben ein neues neues Stück, das wir freischalten. Oh, da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Okay, also Kampfsystem schon durchschaut, ich bin der Meister. Knochen. Neuer Bauplan, Knochenaxt. Nice. Ich will so ein Tier umboxen. Sehr gut. Häuten und ausnehmen. Geweih. Fleisch roh. Hey. Nice. Steinpilze, Dämmerung und Nacht. Es dämmert. Das bedeutet, dass die Nacht hereinbricht, wenn du nicht bereit bist, in der Wildnis gegen alle möglichen Gefahren zu kämpfen. Solltest du zu seiner Unterkunft zurückkehren oder dir einen bauen. Es ist außerdem ratsam, vor Einbruch der Nacht eine Lichtquelle und genügend Holz zu haben, um sie zu befeuern. Wassersuche. Ich werde wirklich durstig. Hier in der Nähe muss es doch einen See geben, an dem ich meinen Durst stillen kann. Ja, jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir Lager der Überlebenden. Okay. Ist hier noch was anderes? See. Ebene Wald und Ebene See. Aber Wald haben wir doch schon freigeschaltet, oder nicht? Ach, nee, warte mal. So, das ist ein neues Stück. Hm. Wir gehen mal erstmal zum See. Weil ich habe keine Lust, hier zu verdursten. Also wir brauchen ein paar mehr Steine. Ja, vielleicht so. Okay. Cool, cool, cool. Ah, okay. Das ist dreckiges Wasser, ne? Guten Tag, Fremde. Wie hast du uns hier draußen im Nirvana gefunden? Ich und mein Bruder Greg sind schon seit Tagen hier draußen und kommen nicht nach Hause. Was ist passiert, Biggie? Wir haben vor der Nacht der Flammen in Corpse Creek gelebt. Bei unserer Flucht haben wir den Großteil unserer Vorräte verloren. Erzähl mir was über Corpse Creek. Corpse Creek ist eine große Stadt und war einst das Herz unseres Landes. Vor dieser Nacht haben dort viele Menschen gelebt, seit diese schrecklichen Dinge passiert sind, ist Corpse Creek fast verlassen. Wir haben dort gelebt, bevor sich alles verändert hat. Naja, dachte ich mir schon, dass wir jetzt die Vorräte für die finden sollen. So, jetzt dürften wir das Teilstück bauen können. So, zack. Da müssten jetzt die Vorräte sein. Ah ja. War da gerade ein Pferd, was einen abgerissenen Kopf hatte? Ich überlege auch gerade, vielleicht sollte ich auch mal nachts einfach wach bleiben, um Zombies zu klatschen. Weil da kriege ich ja dann Knochen für die... Die Knochen sind so. Wie viel habe ich von dem bekommen? Okay, also die geben anscheinend ganz random auch krassen Stuff. Wilde Möhre. Also Marie ist anscheinend hier komplett auf Pflanzen ausgelegt. Die ist ein bisschen schneller. Aber hauen tut sie trotzdem langsam. So, plündern. Knochen. Da sind sie doch. So. Doch, das kann ich auch aufmachen. Bauplan Falle und Metallschrott haben wir. Okay. Das ist so dumm. Ich brauche hier hinten ein Stück, was zwischen Prärie und Wald ist. Also so ein Übergang. Sonst kann ich das da nicht mehr
Habe ich ein bisschen dumm platziert. Muss ich gestehen. Da ist auch ein Zombie. Du wurdest ohnmächtig. Du musst besser auf dich aufpassen. Die raue Wildnis birgt einige Gefahren. Als du in Ohnmacht gefallen bist, hast du folgende Gegenstände verloren. So kann man natürlich auch seine Stats wieder füllen. Kann ich jetzt meine Leiche wieder looten? Oder eher nicht so. Hier ist ja überall jetzt Bienenwachs. Was? Ich würde erstmal sagen, wir haben ganz gut angespielt, das Game. Und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Aber für heute mache ich erstmal Schluss an der Stelle.